tief in die Westküste Schwedens einschneidet. Weit drinnen, wo der Fjord in einer Bucht verläuft, erstreckt sich eine Landschaft mit fruchtbaren Ecken und weiten Waldgebieten. Doch jenseits der großen Landstraße liegt dieser kleine, malerische Hof, wo sich ein höchst ungewöhnlicher Gast einquartiert hat. Nun ja, wir haben es schon gesehen, das Elchkalb Kuckerl. Und warum es so heißt, wollen wir gleich berichten. Morgen trifft man es am sichersten im Wäldchen. Es handelt sich hier also um einen Dieb. Das Herrchen ist aufgewacht und das ist ein bedeutender Augenblick am Tag. Dann sieht es nämlich endlich Frühstück. Also steuert man den Eingang zur Küche ab. Das heißt, im Vorbeigehen ein Maulvoll herrlichen Klees mitzunehmen, kann ja nicht schaden. Schon gar nicht in den Jugendjahren. Als neugeborenes Elchkind kam sie eines Tages auf unsicheren Beinen vom Walde her, um einer Freistadt einen Menschen zu finden. Warum und woher, das werden wir nie erfahren. Da wollen wir uns Eier braten. Eier? Das ist nichts für mich.
Aber Milch? Das ist natürlich was anderes. Dann komme ich mit. Na, Gucke, wie fühlt sie sich nun als Haustier? Es geht, antwortet Gucke. Man kann es kaum besser haben. Und wie verbringst du deine Kurztage? Schön, sehr schön. Die Menschen können ganz lieb sein, wenn sie wollen. Das ist fürsorglich und freundlich. Und ich komme und gehe hier wie Kind im Hause. So antwortet Gucke. Haben wir uns also mal das Guckel angeguckt. Das kleine, zahme Elchkälbchen. Natürlich wird es niemals lernen, mit Messer und Gabel zu essen. Oder auf reinen Messer.
Kuppers Neigung zu den Menschen, die weit in das menschliche Milieu geführt hat, so gehört sie doch in die Natur. Und das bin, und danach lehnen wir Menschen uns wohl im Grunde auch.